Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und hier neben mir ist der Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Und wir reden heute über den 16. Dezember. Und am 16. Dezember haben wir auch ein Geburtstagskind und das ist? Mats Hummels. Mats Hummels hat heute Geburtstag, der Fußballspieler, der Mützenträger, wie wir hier gerade sehen. Und der Womanizer, huh? Naja, auf dem Bild auf jeden Fall. Ich habe den mal im Stadion gesehen, ist er schon ein Vieh, der Typ. Ja? Ja, so ein Riesentyp und auch schon, also der hat so Oberschenkel, also so Oberschenkel wie ich Brustumfang, so ungefähr. Und wenn der mal lostigert, da ist, also da ist schon ganz schön in Wallung, der Körper. Ne? Da möchtest du ihm nicht entgegentreten. Nee, also da willst du kein kleiner Stürmer sein. Da hast du keinen Bock drauf. Aber am 16. Dezember 1893, da war die Uraufführung der Symphonie Nummer 9 von Antonín Dvořák. Ist egal. Ja. Super. Ja, das war in New York. Und was war noch am 9., am 16. Dezember? Am 16. Dezember ist Nationalfeiertag in Bangladesch. In Bangladesch. Das ist der Tag des Sieges über Pakistan. Ich halte mal zu, nicht umdrehen. Was für eine Flagge hat doch da. Was für eine Flagge? Achso, ja, Mist, das ist ja da, die Flagge, Mist. Hättest du gewusst, die Flagge? Nein. Nee, ne? Es könnte auch OB sein. Ja. Ja, hier auf unserem Teleprompter. Teleprompter sehen wir ja natürlich, was da hinter uns abgeht, klar. Ja, Bangladesch, Nationalfeiertag. Ja. Mann. 16. Dezember, da geht ganz schön was ab, oder? Ja, merkst du es? Ja, in Bangladesch auf jeden Fall. Das war total spannend. Also wenn du jetzt in Bangladesch gewesen wärst, dann hättest du aber ordentlich einen Gebächer wahrscheinlich. Also heute in Bangladesch. Also, ja. Genau, wenn ihr es noch schafft, heute nach Bangladesch, auf jeden Fall hin, da ist richtig Party. Oder zu Mats Hummels nach Hause. Genau, ja, der gibt garantiert auch eine Party. Ja, der macht ja, der gibt auch bestimmt einen aus dann. Bestimmt. Lässt sich ja nicht lumpen. Na, nicht so wie du. Gottes Willen. Wir sehen uns morgen wieder, am 17. Dezember. Cheerio, Miss Sophie.